Hallo und herzlich willkommen, ich bin Alpernex und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic und wir machen weiter mit unserem Schmuggler und der Banjo ist auch dabei. Guten Tag. So, jetzt sollen wir zu Risha. Risha. Die mit dem dicken Risha. Lebensfestfreude, Alter, hört auf jetzt zum Scheiß. Das sah aus, als ob meiner Durchfall hat und nicht aufgestanden ist, ey. Ich dachte schon gerade, was sprüht denn da aus meinem raus, ey. Oh. Geht ja gar nicht, ey. Ich bin die Gouverneurin Saresh. Ich finde das super. Ich möchte euch im Namen der Galaktischen Republik dafür danken, dass ihr uns bei diesem historischen Projekt unterstützt. Zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr bitte nicht die militärische Sicherheitszone um die Siedlung herum verlassen. Diese Welt und unsere Arbeit hier werden als Leuchtfeuer der Hoffnung für die Republik dienen. Aber zuerst müssen wir ein paar Hindernisse überwinden. Echt jetzt auf Gemeinsam Schiff? Sind wir größer nur um mit als ihr jedes zu sprechen? Hindernis. Also an die Arbeit. Zusammen. Das finde ich jetzt wirklich persönlich hartnervig. Ja. Bist du schon an Bord? Ich habe gerade Ladescreen, ja. Okay, gut, dann gehe ich auch an Bord. Ich werde angequatscht. Endlich, mein neuer Herr. Ich bin C2M. Leute. Nicht schon wieder. Was? Okay. Der Druide? Sorry, aber das kann ich mir jetzt nicht zum 46.000 Mal anhören. Da werde ich aggro. So, Risha. Ich hoffe, ihr kennt den Standort des Tresors. Ich habe Skavak und ein paar Söldner über einen verschlüsselten Kommunikationskanal belauscht. Sie versuchen vor uns beim Tresor zu sein. Klingt, als wären sie nah dran. Beryl sagte, der Tresor ist an einem Ort namens Nullzone vergraben. Dann sind wir noch im Rennen. Im Gegensatz zu uns kennen die Söldner die genauen Koordinaten des Tresors nicht. Soweit ich gehört habe, hatten Skavaks Männer nicht viel Glück bei ihrer Suche nach dem Tresor. Irgendetwas da draußen frisst diese Söldner bei lebendigem Leibe. Buchstäblich. Diesmal bin ich froh, dass Taris eine Todesfalle ist. Die Viecher behindern die Söldner, aber das reicht noch nicht. Begebt euch so schnell es geht zu dem Tresor. Öffnet dann das Schloss mit diesem geonosianischen Hackermodul. Ich habe Monate gebraucht, es zu erstehen. Verliert es nicht. Verstanden? Wenn ich den ganzen Weg zur Nullzone marschiere und vor einem verschlossenen Tresor stehe, dann seid ihr gefeuert. Die Technologie hat sich weit entwickelt, seit der Tresor erbaut wurde. Er wird aufgehen. Viel Glück, Partner. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Eure Ex-Partnerin scheint zu denken, ihr wollt mich hintergehen. Sie ist verbittert wegen einer Sache, die sehr lange zurückliegt. Vergesst sie einfach. Ich soll euch vertrauen? Sagt mir, was mit Beryl geschehen ist. Wollt ihr uns das jetzt wirklich antun? Gut. Vor ein paar Jahren haben Beryl und ich eine imperiale Schatzkammer überfallen. Der Coup ging daneben. Ich bin entkommen, Beryl nicht. Sie beschuldigt mich, dass ich sie nicht vor den Imperialen gerettet habe. Gibt es einen Grund, warum ihr eure Freundin im Stich gelassen habt? Ich habe meine eigene Haut gerettet. Dafür muss ich mich nicht entschuldigen. Jedenfalls arbeite ich nicht mehr mit wandelnden Altlasten. Deshalb bin ich mit euch zusammen. Holen wir uns, weshalb wir hier sind und dann nichts wie weg von diesem elenden Planeten. In Ordnung? Okay. Und wieder runter. Die Bestie ist da. Ja? Ja, die ist jetzt im Käfig. Yo! Krass. Krass, ne? Ja, vorhin war er noch nicht da. So super. Du bist wieder runter, ne? Ja, ich finde den Ausgang schon wieder. Unnötig. Ja, voll. So. Ab nach unten. Erinnert ihr euch? Agent Soganti von der republikanischen Zollstelle. Ich habe einige Fragen über Beryl Thorn. Was wollt ihr wissen, Agent? Ich fürchte, dass Thorn Reliquien schmuggelt. Und ich glaube auch zu wissen, wie. Ich habe nur noch keine Beweise. Ich brauche jemanden, der mir Beweise liefert, damit ich sie einsperren kann. Ich suche nach ehrlichen Bürgern, Captain. Wenn ich welche sehe, sage ich Bescheid. Sehr lustig. Wirklich. Ich bin autorisiert, eine großzügige Summe für Hinweise zu bezahlen, die zu einer Verhaftung führen. Denkt nach, was das Beste für euch ist. Seid ihr wirklich sicher, dass ihr nichts über Beryl Thorns kriminelle Aktivitäten wisst?
Tyrodal ist der wahre Schmuggleragent Suganti. Thorns Partner? Was für Beweise habt ihr? Die Macht sagte mir, Tyrodal sei böse. Ernsthaft? Darüber könnt ihr selbst lachen, den ganzen Weg in die Zelle. Dorthin geht ihr jetzt nämlich. Niemand entkommt dem Gesetz ewig, Captain. Niemand. Ihr habt nichts gegen mich oder Beryl in der Hand. Ihr redet nur heiße Luft. Gehen wir, Männer. Beryl muss hier verschwinden. Dieser Agent wird nicht aufgeben. Das ist ihr Problem, nicht meins. Wäre die Situation umgekehrt, würde sie uns ganz sicher helfen. Wir sollten auf unserem Weg in die Nullzone zu ihr gehen. Das ist das Mindeste. Oh. Soll ich da allen auch noch helfen? Benjo? Ich bin ja in meiner eigenen Zone, in meiner eigenen Phase. Warum? Ich war doch gerade noch auf dem Schiff. Ich wollte gerade sagen, du warst noch gerade auf meinem Schiff. Ich wurde automatisch in meine Phase geworfen, okay. Okay. Oh, okay. Okay. Ich warte da, vorm Ausgang. Besser? Ja, hier bin ich. Oh, ja, cool. Willkommen auf Paris. Ich bin Gouverneurin Zaresch. Boah, ich kann einer das mal ausmachen. Danken, die alte nervt auch. Ja, zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr nicht die militärische Sicherheitszone um die Siedlung herum verlassen. Nervig. Boah, Zaresch finde ich ist auch einer der beschissensten Charaktere, die man hier in dem Spiel hat. Als jedes ja, Hindernis. Definitiv. Also an die Arbeit. Also, zusammen. Erstens hat die keinen... Also Zaresch hat auch gar keinen Hintergrund oder sowas halt. Das ist, weiß ich nicht. Das ist so ein Charakter, der war auf einmal da. Beitreten. Bist du das die ganze Zeit mit den diesen Lebensfest-Shit? Was? Ich? Ja. Kann sein. Du Arsch. Ich habe euch nicht so früh zurückerwartet. Was ist der Anlass, Captain? Die republikanische Zollstelle ist hinter euch her. Ich habe sie euch vom Hals gehalten, fürs Erste. Ihr habt die Koordinaten des Tresors. Ihr hättet nicht zurückzukehren brauchen, um mich zu warnen, und dennoch habt ihr es getan. Wo ich herkomme, sind die besten Freunde diejenigen, die für euch zu lügen bereit sind. Ihr seid wohl ein besserer Freund, als ich dachte. Ich war die ganze Zeit auf eurer Seite, Beryl. Ist schon lange her, dass sich mal jemand für mich eingesetzt hat. Irgendwie bin ich immer auf mich allein gestellt. Und was bin ich dann? Nur ein Ersatzteillager? Beruhige dich, Argo. Der Captain hat mich schon verstanden, nicht wahr? Ihr müsst doch nicht gleich sofort aufbrechen, oder? Ihr habt mir einen netten Vorsprung verschafft. Ich denke, ich kann ein wenig Zeit erübrigen. Argo, fang an zu packen. Ich wäre gerne ungestört. Ich tue alles, um von diesem vom Erbauer verlassenen Planeten wegzukommen. Ich werde mal die Rakule zählen. Ich habe mir eine Flasche kassandranischen Branntwein für besondere Anlässe aufbewahrt. Das hier ist wohl so einer. Kommt schon. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, aber ich sollte wirklich los. Ich möchte euch das hier geben. Es hat mir schon unzählige Male das Leben gerettet. Hoffentlich nützt es euch genauso. Ich bin froh, dass wir uns als Freunde trennen. Risha hat einen Partner wie euch nicht verdient. Gebt auf euch Acht, in Ordnung? Ich verschwinde lieber von Taris, solange die Zeichen noch gut stehen. Argo ist sicher bereit. Und wie, meine Herrin? Vielen Dank für alles, Captain. Okay. Ich hab die alte voll weggeflankt. Hast du gut gemacht. Bist du stolz auf dich? So, Taxi! Taxi! Benjo, du Arsch. Erinnerung,
Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Okay. Wird dir das gar nicht angezeigt? Wo ich hin muss? Auf der ganzen Karte wird mir das angezeigt, aber beim Taxi jetzt nicht. Ach so, okay. Nächstes Mal sage ich wohin. Kannst du selber nachgucken. Okay. Wenn du aufhörst, dass mir und mich mit diesem Ding da abwirfst, dass mir Konfetti aus dem Arsch sprühte, dann können wir da echt mal drüber reden. Nee, ich mach weiter damit. Ich find's lustig. Ich nicht so. Oh. Ich hasse dieses, wenn mir Konfetti aus dem Arsch sprüht. Ich kann es leider nicht auf mich selber anwenden. Leider, leider geht das nicht. Das müsste helfen. Kriegst du nicht weiter? Ja, ich. Ich weiß nicht wohin. Ah, da hinten. Okay. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Na, du hast es nicht gesehen. Nie gesehen. Es tut dir leid. Hoffe ich mal. Nein. Okay, dann nicht. Wo bist du denn? Wenn du es so willst. Warum stehst du denn da nur an einer Stelle? Wer? Du! Ich weiß! Ich werde erst dahin teleportiert, sobald ich da mit dem Taxi angekommen bin. Wo wirst du hin? Soll ich noch weiter? Nee, passt. Gut. Oder? Ja, passt. Passt schon. Hä, wie bist du denn jetzt da hingekommen? Mit dem Taxi! Bis hinten dahin? Ja, hier ist ein Außenposten. Beim Taxi wurde mir nichts angezeigt. Dass hier deine Mission ist, oder was? Ich sehe nur, dass da meine Mission hinten ist, aber nicht, dass da ein Taxi ist. Oh, Herrgott, nochmal. Ich laufe mal kurz zum Taxistand zurück. Boah, ja, das ist das, was ich hasse, ey. Dass die Taxis nicht mal anzeigen, dass man da noch weiterfliegen könnte. Eigentlich wird es angezeigt, ne? Also. Welches ist das denn? Station Morni? Kanna Außenposten. Kanna Außenposten. Passen Sie auf sich auf. Ja, der wird bei mir nicht als lila angezeigt. Auf der Karte aber heißt es für mich. Nö. Fahr da lieber nicht hin. Also, dass du schon da bist, oder was? Nö, bei mir wird nur so. Bei mir wird das auf der Karte unten angezeigt, dass ich da hin soll. Aber wenn ich auf ein Taxi drauf gehe, wird mir das als ganz normal angezeigt, als ob ich da nicht hin muss. Ein bisschen lustig. Boah, eine Scheiße. Ich wäre den ganzen Scheißweg jetzt gelaufen, ey. Ich hätte mir nichts sagen sollen. Nee. So fangen wir hier gar nicht an. Doch. Das finde ich gut. Nee. Das ist der. Da ist der Penhex. Das ist der. Direkt weg. So. Gehen wir den Tresor holen. Ja. Machen wir mal. Oh, das ist jetzt der lange Tunnel, ne? Oh Gott. Der ist ewig lang. Können wir in der Seite schon rein? Oder müssen wir einmal außen rum? Das weiß ich gar nicht mehr. Na, wir können hier vorne links gleich und dann einmal rum. Dann sind wir schon da. Ja? Mhm. Dann sind wir aber auch gleich zu hier hinten, oder? Nee. Das ist doch der kürzeste Weg, okay. Oh, gleich kommen die ganzen Ragule, wo wir durchkämpfen müssen. Oh, ich dachte schon, hier wird sich jemand durchgekämpft. Leider nicht.
Da. Leider nicht. Besser? Leider nicht. Nicht. Aber zumindest müssen wir nicht so weit hier durch den Tunnel. Na, Gott sei Dank. Hey. Mal angesprungen. Was denn? So schlimm? Oh, ich mag Rakule nicht. Und als Haustier? Auch nicht. Sind mir zu schleimig. Oh. Ja, ist klar. Schmeißt du mich oben. Um. Eine Fähigkeit, womit du entkommen kannst. Ja. Oder nicht? Kein Bock zu aktivieren. Kein Bock sie zu aktivieren. Oh, und da greift wieder die nächsten an. Klar. Na klar! Müssen wir da rein? Jo. Ja, hier rein. Ist ja ein Ding. Natürlich hier rein. Guckst du nicht auf die Karte? Doch, aber sah auf der Karte aus, als ob ich durch den anderen Tunnel da muss. Mm. Vorwahl M zu drücken oder was? Ja. Ah. Verstehe. So, die Nullzone. Nullzone. Transportstation 5. Aber hier geht's in der nächsten Folge weiter. So. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Kommentare nicht. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.